So Friends, herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Channel, auf dem Channel von Bastian Huck, professioneller E-Commercer und Online-Marketer, speziell für Print-on-Demand. Okay, was wir uns heute anschauen wollen, ist ein ganz bestimmtes Thema. Dieses Video erstelle ich auch auf euren Wunsch. Das übrigens an der Stelle mache ich öfters. Wenn mich viele Leute anschreiben zu einem ganz bestimmten Thema und mehrere Leute dazu ein Video haben möchten, dann kreiere ich auch ganz speziell auf eure Wünsche Videos, deswegen auch hier an dieser Stelle, schreib mir gerne auch in die Kommentare, wenn du ein Video zu einem ganz bestimmten Thema haben möchtest oder alternativ schreibst mir wie die meisten als DM bei Instagram. Okay, was wir uns heute anschauen werden, ist das Thema Print on Demand und Nischen und worauf du achten musst, wenn du dich für eine Nische entscheidest. Ja, das Print on Demand Business läuft so, wir suchen uns eine ganz bestimmte Nische und in dieser Nische kreieren wir einen Online-Shop mit Produkten, die für Menschen in der Zielgruppe in dieser Nische im Endeffekt auf diese zugeschnitten sind. Ja, war gerade wieder richtig, richtig gutes Deutsch. Okay, so und jetzt erstmal für dich die Frage, was ist eine Nische und warum gehen wir überhaupt in eine Nische rein und machen nicht irgendwie einen allgemeinen Store? Eine Nische kannst du dir so vorstellen, du hast irgendwie diese Gesamtheit der Menschen, der möglichen Käufer da draußen. Du hast einen riesigen Kuchen im Endeffekt. Und bei einer Nische schneiden wir uns ein kleines Stück von diesem Kuchen raus und dieses kleine Kuchenstück besteht praktisch aus Menschen, die alle die gleiche Leidenschaft für eine ganz bestimmte Sache haben. Andersrum kannst du dir vorstellen, die Gesamtheit ist ein riesengroßer Kuchen und zwar aus mehreren Nischen. Also jedes Kuchenstück ist eine ganz bestimmte Nische. Das bedeutet, jedes Kuchenstück besteht aus Menschen, die eine Leidenschaft für eine und dieselbe Sache haben. Okay? Das heißt, du kannst zum Beispiel einmal die Nische Haustiere bzw. eine Hundenische haben, das ist ein Kuchenstück. Dann kannst du die Katzennische haben, das ist ein anderes Kuchenstück. Dann kannst du beim Thema Sportarten kannst du unterschiedliche Nischen haben. Die Leute können eine Leidenschaft für Basketball, Fußball, Handball, was auch immer haben. Die Leute können eine Leidenschaft für bestimmte Getränke haben. Ja, es gibt Weinliebhaber, es gibt Kaffeeliebhaber, es gibt Bierliebhaber. Auf der anderen Seite zum Beispiel andere Hobbys. Ja, es gibt Autoliebhaber, es gibt Motorradliebhaber. Es gibt natürlich auch die Glaubensnische, ja, ist auch ein Kuchenstück, weil hier natürlich auch eine Leidenschaft oder eine Überzeugung, eine Emotion für den Glauben da ist und so weiter. Ja, also damit du erstmal weißt, das sind Nischen. Und wieso gehen wir mit unserem Online-Shop, mit unserem Print-on-Demand-Shop jetzt in Nischen rein? Wieso kreieren wir speziell Designs für einzelne Nischen und nicht für einen allgemeinen Shop? Naja, es ist relativ einfach, wenn du in einer ganz bestimmten Nische drin bist, da Designrecherche zu machen. Designrecherche bedeutet, du findest ganz genau raus, welche Designs sich in dieser Nische gut verkaufen. Okay, da gibt es bestimmte Tools dazu, da gibt es eine ganz bestimmte Technik dazu. Das ist auch das, was ich meinen Mentees im Endeffekt beibringe. Wenn du lernen willst, wie professionelle Designrecherche wie professionelle Designrecherche richtig funktioniert, dann schreib mir gerne eine DM bei Instagram unter Bastian Huck. Und um jetzt wieder zum Thema zurückzukehren, du machst eben Designrecherche für diese Nische. Das heißt, du guckst, was verkauft sich gut, was sind sogenannte Winning Designs in dieser Nische, welche Produkte verkaufen sich am besten und angelehnt an diese Produkte kreierst du neue, beziehungsweise lässt du von deinen Designern neue Produkte kreieren, okay, neue Designs kreieren. Das heißt, du stocherst nicht einfach im Dunkeln, du wirfst nicht einfach wie ein Blinder Pfeil gegen die Dartscheibe, ohne zu wissen, wo sie ist, sondern du schaust schon vorher ganz genau, was verkauft sich gut. Okay? Und Grundsatz von so einer Nische ist eben, dass eine Leidenschaft vorliegt. Bedeutet, wie verkaufen wir Designs, indem wir praktisch genau diese Leidenschaft targetieren? Das bedeutet, wir kreieren Designs, die genau die Emotionen, die den Humor, die im Endeffekt zur Selbstverwirklichung der Leute in dieser Nische beiträgt. Ja, wenn sie diese T-Shirts, wenn sie diese Hoodies, wenn sie diese Designs tragen, dann können sie sich praktisch selbst verwirklichen und nach außen im Endeffekt Statements tragen, bestimmte Sprüche, bestimmte Witze, die einfach in dieser Nische sehr, sehr gut funktionieren und dementsprechend sich diese Designs extrem gut verkaufen. Ja, und nur dann, wenn du praktisch mit deinen Designs, mit deinen Quotes, mit deinen Sprüchen auch wirklich, sage ich mal, das Herz der Zielgruppe triffst, dann hast du auch Winning Designs dabei. Dann hast du Produkte dabei, die du durch die Decke skalieren kannst, die dir richtig, richtig Cash einbringen. Okay? Denn ob ein Verkauf oder ob ein Kauf stattfindet oder nicht, ist immer eine emotionale Entscheidung. So, und deswegen gehen wir eben in Nischen und bedienen damit eine Leidenschaft. Denn mit dieser Leidenschaft verdienen wir richtig Geld. Okay?
Und jetzt fragst du dich vielleicht an der Stelle, okay, welche Nischen gibt es denn eigentlich? Beziehungsweise, das habe ich dir vorhin erklärt, was es für Beispiele gibt. Aber woran kann ich denn im Endeffekt festmachen, ob es für mich Sinn macht, in die Nische reinzugehen oder nicht, die ich mir jetzt gerade ausgedacht habe? Ja, du bist vielleicht Fußballfan, dann überlegst du, ob du in die Fußballnische gehen willst. Oder du bist absoluter Kaffeetrinker und Kaffeefanatiker. Du kannst morgen im Endeffekt nicht überleben, ohne dass du deinen Kaffee hattest. Dann überlegst du, ob du in die Kaffeenische gehst. Und ich gebe dir jetzt 4 Punkte mit, die du prüfen musst oder auch kannst, um für dich rauszufinden, ob es Sinn macht, in die Nische, die du dir im Endeffekt ausgewählt hast, reinzugehen. Okay? Erster Punkt, wie ich dir schon gesagt habe, die Nische muss unbedingt eine Leidenschaft haben. Ja? Nur wenn die Nische eine Leidenschaft hat, dann kannst du dort auch verkaufen, denn wir verkaufen über Emotionen, wir verkaufen über Humor, Selbstverwirklichung und Emotionen, die du dann praktisch in den Designs kreieren lässt. Okay? Also wirklich ganz wichtig, die Nische muss eine Leidenschaft haben. Zweiter Punkt ist die Größe der Nische. Du solltest normalerweise immer gucken, dass eine Nische nie, und zwar wirklich nie, unter 1 Million Größe, sage ich mal, hat. Wie du rausfinden kannst, was die Nische für eine Größe hat, dafür kannst du im Endeffekt in den Facebook Business Manager reingehen, gehst dann in die Audience Insights und gibst da mal bei Interessen deine Nische ein und dann wird dir automatisch von Facebook die geschätzte Nischengröße angezeigt. Ja, achte, wie gesagt, nie darauf, dass du nie unter 1 Million hast. Je mehr, desto besser. Warum? Die Größe deiner Nische entscheidet am Ende des Tages darüber, unter anderem, wie viel Geld du damit machen kannst. Warum? Je mehr Leute in dieser Nische drin sind, wenn du mal ein Winning Design dabei hast oder auch mehrere, und dieses dann praktisch skalierst, das bedeutet, du haust mehr Budget in deine Werbeanzeige rein, sodass deine Werbeanzeige umso mehr Menschen angezeigt wird und umso mehr Menschen in deiner Nische drin sind, umso mehr Menschen kannst du deine Werbeanzeige natürlich auch anzeigen und umso mehr Umsatz kannst du im Endeffekt generieren. Ja, je größer die Nische, umso mehr Menschen sind drin, umso mehr potenzielle Käufer sind drin, umso mehr Umsatz machst du, umso mehr Cash machst du. Okay? Plus, was eben auch sehr, sehr geil ist, wenn du in einer großen Nische drin bist und da ein Design hast, das wirklich, wirklich gut funktioniert, dann kann es eben sein, wie zum Beispiel, du hast ein Design, was in der Fußballnische funktioniert, dass du das auf eine andere, ähnlich große Nische übertragen kannst, okay? Du kannst Winning Designs dadurch, dass die Psychologie, der Humor der Menschen in einer bestimmten Nische meistens gleich ist, auf ähnliche Nischen übertragen. Ja, also was zum Beispiel in der Kombination Fußball und Bier als Nische funktioniert, funktioniert sehr, sehr häufig auch in der Kombination Hockey und Bier, okay? Aber wie gesagt, geh in die Facebook Audience Insights, schau einfach bei der Größe nach, wie groß ist die geschätzte Größe deiner Nische und wenn die ausreichend groß ist, weißt du, da kannst du reingehen. Also das sind im Endeffekt die 2 ersten wichtigen Punkte. Dritter Punkt ist Thema Targetierung bzw. Targetierbarkeit. Okay, es bringt dir nichts und diesen Fehler habe ich am Anfang einmal gemacht. Wenn du dich für eine Nische entscheidest, du findest raus, okay, die Nische ist leidenschaftlich, perfekt, Haken dran. Die Nische ist groß, perfekt, damit kann ich Geld verdienen, Haken dran, aber du kannst diese Nische nicht über Facebook targetieren. Bedeutet, du hast keine passenden Interessensgruppen, die du im Facebook Business Manager auswählen kannst, wenn du deine Werbeanzeige erstellst, um diesen Leuten deine Werbeanzeige dann anzeigen zu lassen. Okay, das heißt, wenn du das erst am Ende prüfst, kann es sein, dass du zu dem Zeitpunkt einen perfekten Online-Shop aufgesetzt hast, du hast Designs kreieren lassen, du hast Produktbilder erstellt, du hast deine Produktseiten erstellt samt Produktbeschreibungen, du hast alles perfekt gemacht und jetzt willst du deine Facebook-Werbeanzeigen schalten und du merkst, fuck, ich habe nicht die richtigen Interessensgruppen. Okay? Und wenn du merkst, du hast nicht die richtigen Interessensgruppen, dann kannst du im Endeffekt deine Nische nicht erreichen. Deswegen prüfe vorher immer, auch wenn du schon Leidenschaft und Größe geprüft hast, ob Targetierbarkeit vorliegt. Ob du Interessensgruppen hast, die du bespielen kannst. So, der 4. Punkt, das ist kein Muss-Prüfpunkt, sage ich mal, sondern das ist ein zusätzlicher Punkt, den du prüfen kannst und auch prüfen solltest, weil hier geht es um das Thema Upsells. Okay? Bedeutet, überlege, in welcher Nische bist du und gibt es zusätzliche Produkte neben den Klassikern wie T-Shirts, Hoodies, Sweatshirts, die du deinen Kunden verkaufen kannst. Ja, je mehr Produkte du deinen Kunden verkaufen kannst, desto mehr Cash machst du. Okay? Bedeutet, wenn du mit deiner Werbeanzeige deinen Kunden einmal in deinen Shop bringst, ja, dann machst du natürlich umso mehr Geld, wenn er nicht nur ein Produkt kauft, sondern gleich 2, 3 oder 4. Okay? Das heißt, überlege, in welcher Nische bin ich drin und welche anderen Print-on-Demand-Produkte machen Sinn, dass ich ihm praktisch noch mitverkaufen kann.
Schau hierzu einfach mal auf printful.com, die mit Abstand beste Druckerei weltweit und europaweit, denn da siehst du, welche Produkte du alle mit Print on Demand bedrucken kannst. Okay? Das heißt, einfaches Beispiel, wenn du in der Kaffeenische drin bist, ja, dann bietet es sich natürlich an, Kaffeetassen anzubieten. Ganz klar. Oder du kannst zum Beispiel auch Wandbilder für die Küche anbieten, ja, neben, über der Kaffeemaschine, wo auch immer. Wenn du in der Biernische drin bist, dann bietet es sich weniger an, dass du Tassen anbietest, weil die wenigsten trinken einfach Bier aus Tassen. Okay? Da wäre es besser, wenn du Bierkrüge findest, die du bedrucken kannst. Ja? Und je nachdem, in welcher Nische du eben drin bist, kannst du überlegen, okay, wie tickt mein Kunde, was ist die Leidenschaft meiner Kunden und auf welchen Produkten kommen die gut an. Okay? Genauso eine wichtige Sache, hier einfach noch ein kleines Gold Nugget. Es kann sein, dass du Designs hast, die bekommen bei deinen Facebook-Werbeanzeigen unheimlich viele Likes, unheimlich viele Kommentare. Das heißt, du merkst, okay, du hast eigentlich das Herz der Zielgruppe getroffen. Aber in seltenen Fällen kann es sein, dass du super viel Engagement auf der Werbeanzeige hast, aber trotzdem kaufen nur wenige Leute dieses Produkt. Woran liegt das? Das liegt dann meistens daran, dass das Design eigentlich cool ist und in der Zielgruppe gut ankommt, aber eventuell ist es zu provokativ. Das heißt, die Leute würden es nicht in der Öffentlichkeit auf einem Shirt oder auf einem Hoodie tragen. Was du machen kannst, ist, du kannst dieses Design dann aber zum Beispiel auf eine Tasse, auf ein Wandbild oder irgendwo anders verarbeiten, sprich auf irgendein Produkt, was sich die Leute zu Hause hinstellen oder zu Hause verwenden können, ohne dass sie es in die Öffentlichkeit raustragen. Okay? Denn du hattest ja schon gesehen, über das Engagement auf der Werbeanzeige, das Design kommt eigentlich sehr gut an. Es ist eventuell nur auf dem falschen Produkt. Die Leute trauen sich eventuell nicht, das Ganze öffentlich zu tragen, aber in ihrem vertrauten Zuhause, wo auch nur Leute unterwegs sind oder Freunde ab und zu eingeladen werden, die genau wissen, wie sie ticken, die genau wissen, wie sie drauf sind, da ist es dann lustig und da macht das Ganze Spaß, okay? Das heißt, dann kannst du auch hier wieder mit anderen Produkten Zusatzverkäufe generieren. Genau, also diese Punkte wirklich, check die vorher, bevor du dich für eine Nische entscheidest. Ich werde auch noch eine Nischenliste für dich erstellen und dementsprechend check auf Leidenschaft, mach den Check auf die Größe der Nische, dann eben auf die Upsells und auf die Targetierung. Okay? Wenn du noch irgendwelche Fragen zur Nische hast, wenn du dich für eine Nische entschieden hast, du bist dir aber noch unsicher, ja, schreib mir einfach eine DM bei Instagram, Bastian Huck. Ansonsten schreib mir deine Fragen auch gerne in die Kommentare rein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Like hinterlässt, wenn du meinen Channel abonnierst, denn ich werde für dich hier fast jede Woche neue Videos veröffentlichen. In diesem Sinn, ich mache mich los und ab bis zum nächsten Mal.